herzlichen Dank für die sehr ausführliche Erläuterung, die, Sie haben es mir auch schon vermittelt oder die anderen Mitglieder der Jury, was gerade in der Corona-Zeit, das war ja diese besondere Zeit, die Sie angesprochen haben, die Beweggründe, die Motive der Jury waren. Ich konnte das nachvollziehen. Der Gemeinderat hat, wie gesagt, ist ja einstimmig diesem Vorschlag dann gefolgt. So, jetzt bitte ich die Natalia Herr zu mir auf die Bühne. Bitte. So, wer die Frau Herd noch nicht kennt, das ist die junge Dame jetzt zu meiner Rechten. Also, liebe Frau Herd, Sie zaubern mit Ihrer Kunst dem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht. Sie ermutigen Menschen, sich kreativ mit dem, was sie bewegt, zu befassen. Wer mit seiner Kunst so inspirierend und warmherzig anderen, vor allem einer Krise, hilft, von sich selbst ein positives und freundliches Menschenbild zu erschaffen, ist großartig. Ich bewundere Ihre freie innere Haltung und Ihr humanes Engagement, mit denen Sie Ihre Kunst umsetzen. Mit dem heutigen Preis, der mit 2000 Euro dotiert ist, möchten wir unsere Dankbarkeit zurückgeben. Mir ist es eine Ehre, liebe Frau Herd, Sie heute mit dem Kulturpreis 2021 auszeichnen zu dürfen. Wirklich großes Kompliment. Als üblich gibt es eine Urkunde, die man sehen will. Und wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Natürlich, dass Sie das auch in Ihrem Atelier oder bei Ihnen zu Hause, das ist hier dieser Preis, dass Sie das auch sichtbar gut platzieren können. Haben wir gedacht, nicht nur eine Urkunde. Bitte sehr, liebe Frau Herd, hier ist der Kulturpreis und natürlich, Sie sind eine junge Frau. Bitte sehr. So. Wir haben uns heute Nachmittag schon mal kurz gesehen, als ich mal hier war. Sie waren aufgeregt, hat sich die Aufregung gelegt? Nein. Wollen Sie ein paar Worte sagen? Ja. Ja, bitte, jetzt haben Sie die Gelegenheit, bitte. Für mich als Künstlerin, meine künstlerische Arbeit und ich sehe das auch als Förderung meiner künstlerischen Arbeit und ich glaube, ich habe noch nie so viel über mich gehört wie jetzt auf einmal, deswegen klopft mein Herz und ich freue mich riesig. Ich bedanke mich für dieses Vertrauen, ja, den Preis, diesen Oscar hier von Poi. Ja, ich bedanke mich bei der Gemeinde, ich bedanke mich bei der Jury, ich bedanke mich bei euch allen und ich muss sagen, Poig ist wirklich ein großartiger Ort. Also ich bin 2008 hergekommen und ich habe diesen Ort einfach lieb gewonnen. Ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt. Die Menschen sind offen. Freundlich. Und ich habe mich nie fehl am Platz gefühlt. Immer wenn ich eine Idee habe, konnte ich zur Gemeinde gehen, zum Kulturamt, da habe ich die Frau Nagel kennengelernt und ich bekam Unterstützung, einen guten Rat und es gab immer Ansprechpartner. Ja. Oh.
Ja, ich... Vielen, vielen Dank. Also wunderbar, dass die Urkunde noch, oder Sie können die Blumen auch noch mal ins Wasser tun. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen da. Ja, natürlich, heute ist ein Grund zum Feiern, den haben Sie. So. Gut. Bevor ich jetzt zum Abschluss des offiziellen Teils komme, möchte ich mich ganz herzlich bei den Jurymitgliedern, der Frau Petschig und der Schülerin Madison Schick bedanken und möchte beide kurz bitten zu mir auf der Bühne. Ich möchte es nicht versäumen, auch Ihnen einen Blumenstrauß auszuhändigen. Weil Sie haben das alles natürlich ehrenamtlich gemacht. Die Juryarbeit war nicht dotiert. Bitte. Hallo. Also, das ist das weitere Jurymitglied. Die Frau Petschig haben Sie schon gesehen. Die beiden Pfarrer und die anderen Mitglieder sind leider heute entschuldigt, aber die beiden Pfarrherren dürften Sie kennen. Weiter in der Jury zur Verfügung stehen würden. Das würde mich freuen, weil wir wollen diesen Preis ja jedes Jahr verleihen. Okay. Mal schauen. Mal schauen. Okay, gut. Dann möchte ich mich bedanken bei den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper, insbesondere dem Werkstattleiter Peter Buchheit und 15 Mitarbeitern, die nämlich heute diesen Raum so toll hergerichtet haben. Die haben die Technik bereitgestellt. Ich war Nachmittag mal da und habe mir gesagt, gerade die Auszubildenden, die waren etwas aufgeregt. Ihr habt das super gemacht. Bis jetzt hat alles super geklappt. Herzlichen Dank. Dann bedanke ich mich bei unserem Pressevertreter Armin Rösel, der heute für die musikalische Umrahmung sorgt. Lieber Armin, schön, dass du deine DJ-Künste heute uns zur Verfügung stellst. Danke. Und dann bedanke ich mich bei der Susi Manda, die hinten ein kleines Catering aufgebaut hat mit den Mitarbeitern. Last but not least gilt mein Dank natürlich den Mitarbeitern meines Baubetriebshofes, die das Ganze hier heute Nachmittag auch mit schön hergerichtet haben, auch die Zufahrten markiert haben und vor allem bei unserer Kulturbeauftragten Birgitta Nagel, die vergisst sich immer. Die hat das Ganze natürlich inhaltlich vorbereitet. Liebe Birgitta, herzlichen Dank. So, jetzt ist der offizielle Teil rum. Meine Stimme hat noch etwas durchgehalten. Jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Abend. Das Buffet in Anführungsstrichen ist eröffnet. Genießen Sie es noch. Haben noch ein paar schöne Stunden, egal wie lange. Wir haben geschrieben 21 Uhr, aber wir müssen nicht um 21:01 raus. Also genießen Sie es. Haben noch anregende Gespräche und ich freue mich, wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen. Danke. Okay.